Let's go, Mogelhieb, schön Rückenwind, dann bin ich nämlich nächste Runde auch schneller. Als Voltran, dann kann ich den killen. Und mit Pilippa, je nachdem was reinkommt, mache ich Rundumschutz oder Orkanschwänge. Der wird bestimmt rauswechseln mit Kehrtwende, falls er das hat, oder Abschlag. Abschlag oder Kehrtwende. Vielleicht Blumentrick auf Pilippa. Pilippa hat nicht so viel Death. Also der muss auf jeden Fall, Kilowattrill muss auf jeden Fall sterben, weil der Verhöhner. Krass, er hat den Rückenwind tatsächlich kommen sehen. Nicht schlecht. Verhöhner auf Maskagato ist krass, finde ich. Verhöhner auf Maskagato ist krass. Den habe ich auch nicht kommen sehen. Jetzt der Typ Unlicht, jetzt, das tut jetzt auch weh. Überleg fast den rauszuwechseln, der wird bestimmt eine Elektroattacke bringen. Wie sehr tut mir Elektroattacke bei Dragoran weh? Ich glaube, ich wechsle raus. Der wird safe auf Pilippa jetzt gehen. Macht Rückenwind. Was macht er da mit Maskagato? Voll Problem. Okay, Pilippa wäre ihm scheißegal gewesen. Wie oft wollen die mit 1 KP überleben? Wieso immer? Ich kann das nicht mehr. Wieso jedes Mal? Ich kotz im Strahl, wirklich. Wie oft die schon mit 1 KP überlebt haben, Mann. Ich überlebe nie mit 1 KP. Verdammte Scheiße, Mann. Meine Scheiße. Falls er Donnerblitz macht, mache ich mal Terra normal. Goldrausch Devich. Mit Rundumschutz. Maskagato ist tot, weil ich bin schneller. Spukball. Wenn er Spukball macht, ist auch egal. Von mir aus kann auch Pilippa auch sterben, ist mir auch egal. Ich habe einen Rundumschutz draußen für Goldrausch. Gucken wir mal. Hauptsache Maskagato ist erstmal weg. Dann kommt eh rote Karte. Okay, geht rote Karte mehr als einmal? Ne, geht nicht. Ah, Zauberschein, perfekt. Rundumschutz wieder der Matchwinner. Na, das ist ja geil. Goldrausch.
Mann, ey, ich hab auch kein Glück. Das Problem ist, mit Reueschwert heilt er sich jetzt. Kein Rückenwind mehr. Bin ich damit schneller? Reueschwert. Das ist eine Feuerattacke im Regen. Das ist halt auch nicht sehr effektiv. Wieder. Er macht einfach wieder Goldrausch. Krass. No fucks given. Das sind mir die Liebsten. Einfach wie ein dummer Goldrausch drücken. Sogar mit Lebenorb. Ja, heil dich um zwei. Die gönne ich dir, die Heilung. Okay, die sind schneller als Dragoran. Hm. Wie viel Init hast du? 100 zu 115. Ich muss versuchen, mit Gran Forgita schneller zu sein. Ah ja, komm. Also mit Dragoran kann ich gerade nichts machen. Es kann sein, dass später die scharfe Kante alles entscheidet. Eigentlich muss nur... Okay, der macht Ränkeschmied. Eigentlich muss nur das... Azuglade sterben. Ja, ich bin schneller. Oh, wichtig. Wichtig, 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 wichtig. Ultra wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, ich kann mit Dragoran nichts machen. Das ist halt kacke. Ne, gegen Geist-Pokémon, ich glaube, Durchbruch ist es nicht. Wir müssen was anderes als Durchbruch spielen. Durchbruch ist es nicht. Irgendwas, was Geist-Pokémon stark trifft, weil das da bringt Turbo-Tempo nichts. Kann denn eine Geist-Attacke oder Unlicht-Attacke? Kann er eine Geist- oder Unlichtattacke erlernen? Er macht einfach nochmal Gold drauf. Ich frage mich, ob ich so nicht aufgibt. Der kann nicht mehr gewinnen. Also selbst wenn er jetzt schneller ist als Galagladi, die scharfe Kante. Also der hat ja auch kein Leben mehr. Ach, er hat sich sogar selber besiegt. Geil. Ja! Geiles Team, ich liebe es. Ja, aber ich glaube, Durchbruch ist es nicht. Ich guck mal gleich, ob da nicht eine Geisterattacke draufkommt oder eine Unlichtattacke. Das wäre besser. Da ist der Leihcode von dem Team. Ich habe Kreuzschere auf Galagladi anstatt Schwertanz, weil ich fast nie dazu komme, den zu buffen. Und es auch eigentlich nicht nötig ist, wegen dem übertrieben starken Angriff mit der Scharfkantigkeit. Ansonsten, was ist noch neu? Durchbruch auf Dragoran statt Eisenschädel, beziehungsweise anstatt Eiskreisel. Man könnte aber auch Eiskreisel benutzen, hat man aber nicht so viel gegen Stahl und so ein Zeug, weil man dann mit Eis keinen Schaden macht. Aber halt auch kein Konter mehr gegen Servol. Ansonsten hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ja, Terra-Typ Gift auf Galagladi muss auch nicht unbedingt sein. Vielleicht nimmt man da lieber was, um den Angriff noch mehr zu boosten. Terra-Fee auf Gran Forgita muss auch nicht unbedingt sein. Da könnte auch sowas wie Flug sein, um die Bodenschwäche wegzubekommen. Ja, ansonsten, das wäre das Team.